Voll schön. Ich möchte mich bei euch bedanken. Wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Mich freut das, dass ich euch anstecken kann und dass ihr da Bock drauf habt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so angenommen wird. Also ich bin sehr dankbar dafür, für jeden, der zuseht. Mich freut das total, die Leute anzustecken und zu inspirieren. Und mir begegnen so viele Menschen auch so im normalen Leben. Also nicht jetzt über die Videos, sondern einfach Menschen, die mir begegnen, die das mitkriegen oder auch am Zaun. Und das Interesse ist da und das ist echt eine schöne Sache. Ich freue mich. Vielleicht werde ich hier irgendwann mal den einen oder anderen begrüßen dürfen. Wir haben noch ein paar freie Parzellen. Also an jeden, der hier aus der Gegend kommt, fragt mal nach, kommt gerne her. Ihr könnt auch euch bei mir umgucken. Ihr seid herzlich eingeladen. Natürlich vorher melden wäre gut, nicht einfach hier. Ups. Das ist echt eine runde, schöne Sache. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und bin gespannt, was die Zukunft so bereithält. Momos Tauben sind noch dran. Das ist Momo mit seinen Tauben. Ja, hallo! Komm! Ja, schön. Das ist meine Taube. Das neue wäre heiratet. Schön. Oh, Tür? Das viele. Viele kennen das. Das Neue. So schnell wachsen ja. Die? Ja. Dammig. Und hier hast du neue Dinger gebaut? Ja, das Neue, ja. Schön. Es gibt hier. Die lassen wir mal in Ruhe. Ich möchte die nicht stressen, das war wahrscheinlich schon Stress genug. Kennen die gar nicht, das ne? Sehr schön. Super schön. Ja. Wie alt? Das? Ja. Ist 2 Monate. Nein. 2 Monate so groß? 2 oder 3 Monate. Nicht schlecht. Ja. Na, da kenne ich mich ja gar nicht. Soll Brieftaube oder was? Das Brieftaube. Das. Schön. Ja. Aber das ist nicht. Wow. Wolltest du mich besuchen kommen? Ist echt schönes Tier, ne? Wirklich schöne Tiere. Oh, langer Hals, siehst du? Ja. Richtig langer Hals hier. Vielen Dank, Momo, fürs Zeigen. Gerne. Zip. Was ich heute euch zeigen kann, meine Aussaat, generell im Moment kompletter Überblick. Wir haben hier Salatrauke, Thymian, Koriander Bio. Packe ich alles hier rein. Da die Rote Beete Bio, Kopflück und Schnittsalat, Bio-Spinat und hinten jetzt auch Kohlrabi. Alles Bio. Bin mal gespannt, was da so kommt. Ansonsten kann man hier sehen, der Salat kommt. Überall so kleine. Ihr könnt das sehen. Ja. 2 Tortenbeete sind jetzt fertig. Ich bin hammer happy. Hab das jetzt so gelöst. Hab in meinem Video festgestellt, dass ich mich hier ein bisschen mit dem Winkel vertan hatte. Ich weiß auch nicht, wie mir das passiert ist. Eigentlich hatte ich wohl einen Knick in der Linse. Jetzt passt das aber. Hab das ein bisschen ausgeglichen mit dem Teil hier hinten. Und das sind wieder die Dimensionen, an die ich wollte. Ja, hier hat der Maulwurf Spaß gehabt. Wie man sieht, soll er, ist mir egal. Gönn dir, wenn du Bock hast zu buddeln. Ich buddel ja auch gerne. Ja. Zip. So, des Weiteren
habe ich euch in der letzten Folge gezeigt, dass ich da oben ein Vogelhäuschen angebracht habe. Und ich habe mal geluert und habe gestern auch schon festgestellt, dass da jemand am Gucken war. Und das war eine Meise. Ich weiß nicht, ob da Meisen drin Platz gefunden haben. Aber ich bin hochgeklettert und wenn man mal guckt, man sieht das auch von der Seite, da guckt an der Seite ein kleines Ästchen raus. Da, dieses kleine Loch da. Und ich habe oben, also ich war oben, ich will da jetzt nicht stressen, die sollen ihre Ruhe haben. Ich habe unten auf der anderen Seite auch das gleiche entdeckt. Obwohl, vielleicht kriegt das rauf, ohne zu hoch zu klettern. Nee, von hier sieht man das nicht so. Egal, auf jeden Fall haben wir Besucher, haben sie gleich angenommen. Ein Tag, ich glaube, da haben wir doch noch ein bisschen was in die Folge reingekriegt. Bis zum nächsten Mal, euer Lars.